Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute mit der Auflösung vom FAQ-Video. Na, fangen wir einfach mal an. Erste Frage: Spielst du gerne GTA 5? Ich glaube, das kann man sich schon fast selbst beantworten, aber ich sag's einfach mal mit ja. Denn das Spiel macht generell mir sehr viel Spaß und dadurch, dass dieses Spiel auch noch super viele Glitch hat, macht es auch noch viel mal mehr Spaß. Frage 2: Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ich habe schon angefangen GTA 5 zu spielen, wo es nur für die PS3 gab. Auf der PS3 hatte ich noch keinen eigenen PSN-Account, deswegen musste ich den PSN-Account von meinem Stiefvater nehmen, um online zu spielen. Irgendwann habe ich dann halt eine PS4 bekommen und habe den Account übertragen und dabei habe ich einfach meinen Namen behalten. Frage 3: Machst du mal ein Abonnentenzocken? Natürlich werde ich das irgendwann mal machen, ist ja verständlich. Wenn ihr euch sowas wünscht, könnt ihr das ja mal in den Kommentaren schreiben, damit ich weiß, ob ihr überhaupt sowas haben wollt. Nächste Frage: Welche YouTuber, die nicht GTA machen, feierst du noch? Ich habe nicht so wirklich richtige YouTuber, die ich feiere, die nicht GTA machen. Ich feiere generell Videos, die sehr lustig sind, aber so einen richtigen YouTuber, den ich folge, habe ich nicht. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Eher gesagt zu den nächsten 4 Fragen. Erstens: Hast du Geschwister? Diese Frage ist ein bisschen persönlich, deswegen werde ich sie nicht beantworten. Zweitens: Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Drittens: In welcher Stadt lebst du? Ich lebe in Köln. Ich finde Köln großartig und ich mag es auch hier zu wohnen. Viertens: Wie finden deine Eltern es, dass du YouTube machst? Ehrlich gesagt habe ich sie nicht wirklich darüber informiert. Ich habe es angefangen und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich mach das hier, und die haben einfach gesagt, okay, mach das einfach, mach aber keinen Quatsch. Das mache ich ja auch nicht. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Wirst du dir eine Brille holen oder allgemein andere Spiele hier auf diesem Kanal zocken, außer GTA? Ich schätze mal, mit Brille meinst du diese neue Brille, die man anziehen kann, um in bestimmten Spiele besser einzutauchen. So eine Brille werde ich mir erstmal nicht holen. Ich warte, bis die Technik besser ausgereift ist, und außerdem, ich werde wahrscheinlich dann bei mir alles kaputt hauen, weil ich dann nicht weiß, wo was ist. Und bei den Spielen, natürlich kann ich auf meinem Kanal auch noch andere Spiele hochladen. Wenn ihr sowas haben wollt, schreibt mir das bitte unter den Kommentaren, damit ich das weiß. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Bist du hyped auf GTA 6 und was wünschst du dir für das Spiel? Also natürlich bin ich sehr gespannt auf GTA 6. Ich will es auch schon gerne jetzt schon haben, aber ich weiß, dass es noch ein bisschen dauern wird und das ist auch okay. Was ich mir dafür das Spiel wünschte, wäre eine komplett neue Map in einem amerikanischen Bundesstaat oder eine schöne Stadt, zum Beispiel Washington oder sonst irgendwie sowas. Und jetzt kommen wir zu einer sehr schönen und lustigen Sache, nämlich: Warum sagst du immer Bambus und was hat das für eine Bedeutung? Wo ich gerade angefangen hatte mit YouTube, brauchte ich natürlich auch irgendwie so eine Art Ansage und so, hatte ich mir halt was überlegt, so mit Wombat, weil halt mein Name Nasenhaar Wombat ist und so. Und ja, dabei hat ein Freund gerade, mit dem ich gespielt habe, eine Bambusleitung, das ist mir irgendwie so eingefallen, so: Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus, und hat irgendwie gepasst und ihr mögt es ja scheinbar auch. Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar: Warum machst du YouTube? Ich mache YouTube, weil, keine Ahnung, ich hatte die halt die Connection. Ich habe früher sehr viel und sehr oft mit World Finance Gamer zusammengespielt, wo ich noch kein YouTuber war. Er hat immer Videos gemacht und ich fand das eigentlich immer sehr interessant. Und ein paar Freunde von mir haben gesagt, ey, warum machst du nicht auch YouTube? Du hast die Connections, du hast eine gute Stimme und kannst auch gut Sachen erklären. Da dachte ich so, okay, komm, ich kann es ja mal versuchen. Und World Finance Gamer hat mir auch ein paar hilfreiche Tipps wegen Fundmail und alle anderen Sachen gegeben, die am Ende auch mir sehr geholfen haben. Und dafür möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken bei dir, World Finance Gamer. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das kleine FAQ-Video gefallen. Ich bin raus, euer Wombat. Ciao.